Hallo alle miteinander, liebe Freunde der seichten Unterhaltung. Wir sind wieder dabei bei The Long Dark, direkt nachdem mein Controller sich wieder gefangen hat. Ja, hallo, ja. Und machen weiter mit Episode 2. Drecksvieh, ich hasse es jetzt schon. Das war richtig geil, hat richtig gefallen. Easy. Easy. You're okay now. The bear's gone. Who are you? Name's Mackenzie. I found you when the bear was... I remember now. You get the bear. It ran away. I think I hit it. Or scared it off. Scared it off. Not the way you shoot. Glad your memory's coming back. So cold. I got a fire going. That should warm things up a bit. Pain. Pain. Need something for pain. Here, take these. They should help. Listen, you're gonna need more than some pills and bandages. You're hurt. Badly. That bite will get infected. Maybe worse. You have any stronger meds? No. Oh, damn. Map. Back of the door. Röchelt und wird ohnmächtig. Can you hear me, old man? Damn it.
passed out. Huh. Looks like an old hydroelectric dam not too far from here. Might be a good place to look for supplies. Hang in there, whatever your name is. Okay, also das, was wir am Ende der ersten Episode gesehen haben, war keine Vorschau, wie ich zuerst dachte, sondern das ist wirklich dann passiert. Das war eine Cutscene. Ich habe echt gedacht, das wäre eine Vorschau. Und ich habe hier schon etwas gesehen, was ich schon lange gesucht habe. Da ist eine Werkbank. Da könnte ich Zeug craften, aber ich habe keine Blaupausen. Ich muss nur mal kurz gucken. Ja, wir haben alles, was wir vorher hatten, dabei. Und ich soll zu diesem Wasserkraftwerk, gehe ich mal von aus. Ich kann hier nichts klauen oder so. Ich will aber eigentlich auch nichts klauen. Ich will nämlich eigentlich einfach nur ein bisschen was ablegen. Und das hier wird jetzt meine Ecke. Hier ist sogar zu essen ohne Ende. Zum Beispiel das Kletterseil. Kann ich das? Ja, das wird abgelegt. Das ist verdammt schwer. Das werde ich nicht brauchen. Genauso wie das rohe Reh, das lasse ich auch mal hier. Brauche ich denn unter Garantie auch nicht. Ich weiß nicht, wie weit das ist, deswegen bin ich mir nicht sicher, was ich alles mitnehmen sollte und was ich alles hier lassen sollte. Was davon brauche ich? Was ich in der Cutscene, was mir auch noch aufgefallen ist in der Cutscene, was ich mega gefeiert habe, war, dass es relativ eindeutig Pfeil und Bogen gibt. Da war ein, mir ist nicht aufgefallen ist, ein Reh. Und dieses Reh war mit einem Bogen, also mit zwei Pfeilen erlegt. Und das habe ich persönlich tierisch gefeiert. Und die Area hier, das kann ich wieder nicht suchen. Hier könnte ich Zeug reinmachen, sehr schön. Und die Area hier kenne ich tatsächlich aus dem Let's Play. Aber aus dem Überlebensmodus. Hier ist nämlich bei The Kiddo's Zone, ist der hier durchgestapft und ist dort oben in dieses Häuschen rein. Und dieses Häuschen ist übrigens auch in dem Menü drin. Also das hier ist ein Menü, eine Menüeinstellung, ein Menübild. Ich wollte noch was gucken, wo ich denn überhaupt hin muss. Okay, was ist das? Das bin ich oder was? Nein, das ist das Lagerbüro. Das ist der Aussichtsturm. Gott. Aussichtsturm. Da ist der Katerstaudamm, da will ich hin. Hier ist eine Straße. Hier bin ich, oder was? Aus des Pelzjägers, ja. Das heißt, ich muss einmal wirklich quer durch die ganze Scheißkarte. Also, unser erstes Ziel in dieser Folge wird sein, in das Lagerbüro zu kommen. Ich wollte dazu erstmal hier rüber nochmal kurz gucken. Ganz ehrlich, ein Kompass oder sowas wäre verdammt hilfreich. Okay, wie spät ist es? 12. Die Sonne ist im Zenit. Wo steht die Sonne, wenn sie im Zenit ist? Am Himmel. Super witzig. Nee, jetzt mal im Ernst. Wenn die Sonne im Zenit steht, wo ist sie dann? Was will ich denn jetzt hier? Ich kann hier mehrere Karten durchsnacken, durchsetten. Okay, keine Ahnung, wo sie dann steht. Das da ist hinten. So. Da steht die Sonne. Das heißt, die Sonne steht dann im Süden. Weil hier ist ein großer Berg drauf, das sind die Berge. Ne, da ist die Hütte. Rechts, das links. Ne, ne, die steht nicht im Süden, die steht im Westen. Natürlich. Im
Nein, nein, im Norden. Im Westen? Nee, im Osten geht die Sonne auf. Im Norden nimmt sie ihren Lauf. Im Osten wird sie untergehen. Im Süden ist sie nie zu sehen. Vorne ist ein Reh. Hier lang. Das Land der aufgehenden Sonne ist China. Das liegt von uns aus gesehen im Westen. Doch, im Westen. Nee, das liegt im Osten. Im Osten geht die Sonne auf. Im Norden nimmt sie ihren Lauf. Im Westen wird sie untergehen. Im Süden ist sie nie zu sehen. Oder ist im Norden nie zu sehen? Scheiße! Ich bin doch am Arsch, ey. Google das jetzt, ganz fix hier mit dem Handy nebenbei. Kompass wäre echt nice, oder? Nicht der falsche Knopf. Wenn mir das irgendeiner mal gesagt hätte. Also in-game jetzt. Das sind so Sachen, die super interessant sind. Ja, ich weiß, es gibt diese Uhrgeschichte gab. Wenn man den Stundenzeiger der Uhr auf die Sonne hält, dann ist... Okay, ich bin gerade eben unterbrochen worden. Ich habe auch ganz kurz mal nachgelesen, wo das jetzt war. Und zwar ist die Sonne nicht, wie ich ursprünglich, glaube ich, gesagt habe, im Norden unterwegs, sondern im Süden. Und was ich da eigentlich gerade erzählen wollte, war, dass die Sonne vom... Na, wenn man den Stundenzeiger auf der Uhr, einer analogen Uhr, auf die Sonne hält, ist zwischen der dem Stundenzeiger und der 12. Genau auf der Hälfte, auf der Hälfte davon ist dann Süden. Also wenn man 12 Uhr hat, dann ist die Sonne ja auf... Ist eine Mine, cool. Dann ist die Sonne ja. Da ist der Stundenzeiger ja auf der 12. Und wenn man dann eben die Sonne, den Stundenzeiger auf die Sonne hält, gibt es ja keine Winkelhalbierende, das heißt, das ist Süden. Und ich habe den Schienentunnel entdeckt. Wir sind aber garantiert nicht da, wo ich eigentlich hin wollte. Wir sind garantiert auf der falschen Seite. Ja, Schienentunnel ist hier unten, also ich bin. Ja doch, ich bin straight Richtung Westen. Ich muss jetzt nur noch nach oben zu diesem... da, wo ich hin wollte. Okay, ich darf hier nicht rein. Ich glaube, vielleicht gibt's da was. Oh, jetzt ist er ganz schön fix, wenn er mal leicht ist. Geht er ganz schön ab. Also die Sonne sieht jetzt eigentlich im Süden, aber ich glaube, das ist nicht ganz richtig, weil Süden da genau da geradeaus ist. Also auf der Nordhalbkugel steht die Sonne südlich. Und wir sind in Kanada und Kanada ist auf der Nordhalbkugel. Ich bin jetzt auch anfangen, über Survival zu diskutieren, beziehungsweise irgendwelche Pfadfindertechniken. Aber ich kenne mich damit, um ehrlich zu sein, eher wenig aus. Das sind die paar Sachen waren mit der Sonne, die ich wusste. Also mit dem Stundenzeiger, das war es dann aber auch. Wir müssten eigentlich das Büro gleich schon sehen können. Vorne ist wieder ein Hirsch. Also ich folge jetzt einfach hier der Schiene, das ist die sicherste Methode, das zu finden. Man kann sich nämlich tatsächlich ganz schön verlaufen, also ich pack das. Was stehst du so da? Guck mich jetzt so an. Ah, ich merke es heute ab. Wo geht's denn hier hin? Ah, das hier wird das Lokbüro sein. Raste ich hier? Yeah. Wer rastet, der rostet. Machen wir nicht. Nichts gibt's.
Und hier rein? Ja. Haustür. Ist das denn das Ding oder ist das ein anderes Haus, wo ich jetzt hier bin? Nur das sieht nach einem Büro aus. Looten. Ja, ich kann jetzt den Stuhl auseinandernehmen, aber. Meine Axt ist schon ziemlich im Eimer. Das Scheißpapier nehme ich gar nicht mehr mit, ey. Ah, Schlüssel zur Seehütte. Schau mal einer an, was man hier alles findet. Salzcracker, immer ein Gute. Das Buch, kann ich das doch vielleicht mal lesen? Und das Buch nehme ich nochmal mit. Vielleicht kann ich es ja jetzt lesen. Ich habe jetzt eine Unterkunft, die könnte ja jetzt, habe jetzt genug Zeit, ein Büchlein zu lesen eigentlich. Das ist ein Ofen, wie heißt das Ding? Kanonenofen. Ich dachte, das ist eine Kanone, cool. I could use this. Angelschnur, Angelzeiten, Haken, cool, Angeln. Also es wirkt schon so, als hätten sie dann von der ersten zur zweiten Episode einiges hinzugefügt. I'm gonna have to leave something behind. So gut, da ging es jetzt nochmal darum, dass Camper hier wohl sind. Also es ist wohl ein Aufsichtsding, weil hier ein Campingurlaubsort ist. Und da ging es darum, dass die eben hier alles abräumen sollen und sich darum kümmern sollen, dass ja alles fit ist. Und sollen diesmal auch die Fahne mitnehmen, weil also beim letzten Mal haben sie die wohl vergessen hier. Und dann war die im Arsch. Es gibt halt noch einen Aussichtsturm und bei diesem Aussichtsturm vermutet man, dass dort ein Jäger sein Zeug gelagert hat. Wer dieser Jäger wohl ist, das ist uns ja wohl jetzt klar. Also den haben wir ja wohl gefunden, den Kollegen. Und ein bisschen Glück wäre es möglich, dass ich da auch nochmal Jagdausrüstung von ihm finde. Okay, ich habe jetzt das komplette Lagerbüro durchsucht. Also ich gehe jetzt gar nicht davon aus, das Lagerbüro ist. Ja, steht ja auch da. Ich bin gerade überlegen. Gehen wir noch weiter. Also hier drin kann ich auf jeden Fall mal eine Basis einrichten, vorgelagerte. Ich lasse aber so ungern Zeug zurück. Ich bin lieber auf alles gewappnet und habe lieber alles dabei. Also da oben sind auch noch Betten und hier unten ist ja auch der Ofen, dann kann ich noch wärmer machen. Aber ich denke, ich werde viel schneiden müssen, aber ich denke, wir machen hier Schluss für heute. Und ja, der Tag ist noch relativ, na gut, es ist schon relativ spät, aber es ist noch nicht zu spät, dass ich jetzt sagen würde, ich muss jetzt in die Haie gehen und warten, bis mein Kollege wieder fit ist. Wir werden beim nächsten Mal zum Aussichtsturm laufen, um dort nach der Jagdausrüstung zu suchen, die da angeblich liegen soll. Da habe ich richtig Bock drauf, die brauche ich. Die hätte ich gerne. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid und jetzt wie immer Feedback da lassen würdet. Ansonsten wünsche ich euch mal einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Mit Ö.